Hoffentlich fällt das nicht wieder runter. Zeig mal. Ne, der geht von selber dann aus irgendwann. So. Das ist an. Jetzt nimmt er auf, dann sollte das auch rot leuchten. Okay. Genau. Jo. Ja, dann stellen wir uns wieder neben das Plakat, ne? Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier. Ich freue mich, dass du dabei bist bei meinem neuen Video. Wie du sehen kannst, bin ich mit Triton heute wieder hier unterwegs auf einer Comic-Con. Und zwar sind wir auf der Comic-Con in Dortmund. Das ist die letzte Comic-Con dieses Jahr im Dezember und dann ist erstmal Weihnachten und Pause. Ja, und wir sind froh, dass diese Comic-Con überhaupt stattfindet, da ja die Corona-Maßnahmen hier in Deutschland erst noch wieder verschärft wurden. Aber wie du sehen kannst, sie findet statt. Und ich denke mal, heute ist der Samstag, da werden noch einige Leute kommen. Okay, wir werden jetzt hier mal einen kleinen Rundgang machen, auch wieder bevor die Tore geöffnet werden für die normalen Besucher. Gucken uns ein bisschen die Stände an und dazu nehmen wir dich jetzt mit. Dann geht's mal los. Okay. Ja, wir können ja erstmal ruhig hier runtergehen, ne? Genau. Schauen wir erstmal, was da so passiert. Ja, die nimmt ja die gesamte Umgebung auf, ne? Und dann kann ich nachher den Kamerawinkel so auswählen, wie ich den haben will. Ja, unser Kollege Kau, der schläft noch. Der hat noch nicht aufgemacht. Und wenn er nicht rechtzeitig kommt, dann werden wir hier nachher schon mal aufmachen, damit die Leute schon mal seine Sachen kaufen können. Ja. So, wir gehen jetzt hier mal durch den Durchgang. In die andere Halle rein. Da waren wir gestern noch gar nicht. Hier war dann auch teilweise abgesperrt. Ja. Und dann schauen wir mal, was da drüben noch so passiert. Ja, glaube ich auch. Sieht so leer aus, ne? Kann sein, dass... Transformers. Ja, die Transformers und die Bühne wird da wahrscheinlich sein. Ja, hier ist auch noch... Das ist draußen hier. Ah, hier ist die Bühne, die große Bühne. Gucken wir uns das mal an. Da sind die Transformers. Können wir mal eben lang luschern. Das sind auch die ganzen Kostüme, die womit sie rumlaufen. Auch das Kinderkostüm. Ja. Schön. Und das Auto. Kann man hier so ganz gut sehen. Den großen. Ist das der neue Omikron aus Südafrika? Die neue Virusvariante? Ja. Hier ist das Kindermodell. Das Modell fürs Kind. Das sind die Frauen. Ja. Die eine hat schon ihr Bein verloren. Ja, schon mal. Und solche Stühle möchtest du haben, ne? Ja, genau. Ja. Das Flugzeug. Ja, genau. Ja. Sieht schon heftig aus, ne? Ja, sieht irre aus. Okay. Das ist hier also. Ja, das ist die Zeitmaschine, der DeLorean. Ja, in welches Jahr möchtest du denn reisen?
Siehst du, da ist der DeLorean. Ja. Schön. Aha. Kostet 5 Euro einmal Foto machen. Haben wir nicht bezahlt. Ja, da vorne die Hauptbühne. Das ist das, wo gestern immer der Krach herkam, wenn die so. Ja. Das war ja vorne, rechts. Ach so. Ach so. Ja, hier war dicht, stimmt. Ja. Hier findet dann gar nichts statt. Ja. Ja, okay, dann können wir schon wieder zurückgehen. Dann gucken wir noch ein bisschen durch die Händlerhalle, wer da so alles ist. Da, ja. Da kann man die Squid-Game-Spiele spielen. Nee, da machst du eher Fotoshooting. Fotoshooting. Das ist doch die Frau von Squid Game. Morgen, hallo. The Walking Dead. Und Squid Game. Schön. Und auch Dinosaurier. Da ist bestimmt der Drache von gestern. Der Mond. Ja, da steht er doch. Ja. Ja, da läuft einer drin rum, ne? Nur der sieht überhaupt nichts. Und deswegen müssen sie den führen, ne? Dass der nicht irgendwo gegenrennt, ja. Guck, da ist ja der Drachen von Game of Thrones. Da ist einer drin, da unten. Da wird er festgeschnallt. Und dann bewegt sich der Kopf und der Schwanz. Ja, da liegt schon sein Opfer. Praktisch in den Hintern. Okay, schauen wir uns den Eingang noch mal an. Da haben sie dann auch für die Autogrammstunden, die Stars sitzen dann da. Gucken wir mal, wer da alles kommt. Wer ist neu da? Nicht so viele Berühmte, weil viele konnten ja nicht raus wegen Corona. Jetzt aus Amerika oder so. Ja. Tannenbaum, ja. Stimmt. Das ist ja Wahnsinn, wie groß das alles ist, ne? Hier vom The Walking Dead. Kenne ich nicht. Ja, gucken wir mal noch, den wir hier noch alles haben. Harry Potter. Aber alles so Nebendarsteller, ne? Keine Hauptdarsteller. Also sind schon einige da. Also die ganze gefüllt, ja. Die Plakate sind ja da. Wenn die Plakate da sind, dann sind sie auch da. Ja. Hier von Sons of Anarchy, noch sehr beliebt und bekannt. Vikings. Ah ja, schön. Doch, sind ein paar gute Leute da. Hätte ich nicht gedacht.
Floki ist auch da. Floki, ja. Ja, die ganzen guten Leute von Vikings. Schön. Sehr schön. Etwas längeres Video diesmal, da wir doch ein bisschen mehr unterwegs sind. Scheißegal, ob sie uns jetzt die Tüten vom Stand klauen. Sollen das Geld hinwerfen? Ja, genau. Jo. Das ist die Frau von Aliens, im zweiten Teil von Alien. Janet Goldstein. Und da hinten noch von Game of Thrones. Ja, die sind jetzt natürlich alle noch nicht da, die ganzen VIPs. Ist noch zu früh für die, die schlafen ja gern lang. Die schlafen erstmal aus. Genau, und dann gibt es erstmal ein First-Class-Frühstück. Und dann werden sie mit dem schönen Sprinter hierher gefahren. VIP. Mit dem VIP-Sprinter, genau. Ja, hier gibt es dann die Suppen. Da können wir noch mal eben gucken. Das ist das, worüber wir gesprochen haben. Genau. Also, siehst du, die haben eine Spüle da. Spüle. Da dann die Suppen, Wasserkocher. Dann können die Leute hier die Dinger essen. Das ist natürlich jetzt der Hersteller selber, der sich hier den Stand. Also günstiger geht es ja gar nicht. Kommst du ja auch nicht ran. Also gegen den kommst du nicht ran. Nee, das stimmt. Kann man machen. Ja, Dortmunder Messe ist nicht gerade so klein, ne? Wir haben noch ein Spiel. Gegen die Messe. Ja. Dortmund gegen Bayern. Ach ja, gegen Bayern. BVB gegen Bayern heute Abend. 18 Uhr. Genau. Ich hoffe, dass es dann nicht so leer wird vorher hier, dass die alle zum Fußball laufen. Dann laufen wir vorher alle hierher. Ja. Genau. Ja, dann gucken wir jetzt hier gerade noch ein bisschen. Da sind schon ganz schön viele Leute unterwegs. Vielleicht sollten wir auch langsam mal wieder in unsere Richtung gehen. Ja, das machen wir gleich mal. Oh ja, der sieht gut aus, ne? Ja. Gut, dass ich kappen. Ja, schick. Sehr schön. Ganz heimlich, Matthias, ne? Ja. Wo kommen die ganzen Leute her? Ja. Ich glaube, heute wird doch ganz gut. Heute wird gut. Ja. Wir können ja noch ein kleines Interview mit unseren Nachbarn machen jetzt. Ja, genau. Genau. Dann haben wir alles im Griff. Da wo keiner ist. Ja, viele haben verschlafen, ne? Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ja, dann kommen wir jetzt wieder in unsere Richtung hier, unseren Stand. Ja. Genau. Ja. Guten Morgen, liebe Kollegen. Ich krieg Geld. Nein. Ehrlich, habt ihr was verkauft für uns? Ihr seid ja lieb, echt geil. Ich wollte euch darauf hinweisen, dass ihr gerade in meinem YouTube-Kanal seid. Aber nur, wenn euch das nicht stört. Ansonsten nehme ich es raus. Ne? Ja, genau. Dann können wir vielleicht auch gleich ein bisschen Werbung für euch machen. Ich habe mir in der langweiligen Zeit während Corona habe ich mir einen YouTube-Kanal aufgebaut. Und dann mache ich jetzt immer, wenn Zeit ist, ein bisschen auch von den Shows einen kleinen Rundgang, zeige den Leuten das. Ne? Man muss sich irgendwie beschäftigen, ne? Ihr kennt das ja. Ja, also ich habe in Corona-Zeit täglich Decken. Geil. Ja. Ja. Wie lange brauchst du eigentlich, bis du das Format so fertig hast? Ungefähr einen Monat. Ein Monat? Ja. Wahnsinn. Ja. Und wenn der Kunde jetzt wirklich total Interesse daran hat und möchte es kaufen, was muss man so ungefähr veranschlagen? Dreistellig. Ist schon dreistellig, ne? Ja, ja, klar. Die ganze Arbeitszeit muss auch irgendwo... Ich bin auch tatsächlich auf Twitch live. Ehrlich? Ja. Ja. Du gibst mir deine Kontaktdaten, genau.
Dann schicke ich dir eine E-Mail mit dem Link auch zu dem Video. Ja. Und dann baue ich auch die Links ein und in der Videobeschreibung. Ne? So machen wir das. Ja, ja. Sehr schön. Ja. Wie heißt ihr im... Trixie Crow. Trixie Crow, okay. Ja. Sehr schön. Schöne Sachen habt ihr auf jeden Fall. Das haben wir ja auch schon. Wir haben selber schon gekauft. Wir haben die Tasche gekauft für seinen Sohn von Squid Game. Ganz neu jetzt. Machst du auch selber, ne? Ja. Selber, ja, echt toll, kann man echt empfehlen. Online macht ihr auch Online-Verkauf? Ja. Auch ungern, weil das bindet so viel Zeit. Und auf den Messen, da ist es irgendwie realer, es ist greifbarer. Du hast die Leute direkt vor dir, du kannst mit denen kommunizieren. Ne? Genau, und im Internet, dann melden die sich, ja, gefällt mir nicht, schicke ich zurück auf deine Kosten. Ja, ne? Und ja, richtig, das ganze genau. Thema, ja. Ja, super, sehr schön. Brettchen jetzt auch hier. Frühstücksbrettchen, wenn ihr haben wollt. Mit den einzelnen Motiven. Von den Serien, die euch gefallen. Über Vikings, Star Wars, Mandalorian. Ist alles da, ja. Handtücher bestickt mit den ganzen schönen Motiven. Ja, ne, klasse. Ich wünsche euch viel Erfolg, ne? Okay. So, und dann sind wir natürlich wieder bei uns hier. Das übliche Programm mit den Tüten. Und unserer Verlosung mit den Rubbellos. Genau. Wir haben die Mochis jetzt auch einzeln zu kaufen. Ein Paket Mochis kostet 4 Euro und 3 Pakete kosten 10 Euro. Die Fresstüten natürlich. Mit den Getränken mit Ramune drin, asiatischen Snacks und so weiter. Ja. Okay. Dann wollen wir jetzt hier mal noch ein bisschen arbeiten, ein bisschen Geld verdienen. Und damit verabschiede ich mich von dir, hier von der Comic-Con in Dortmund, der Winter Edition, kurz vor Weihnachten. Ich hoffe, dass du ein bisschen Spaß mit dem Video hattest. Falls es dir gefällt, lass mir gerne einen Daumen nach oben da, schreib einen schönen kleinen Kommentar, abonnieren, die Glocke drücken, du kennst das ja alles schon. Okay, und dann sehen wir uns schon bald wieder. Tschüss sagen der Matthias und Dieter.